Die Teilung des Roten Meeres, Teil 6 der Geschichte von Mose. Die Israeliten waren viele Jahre in Ägypten als Sklaven gewesen. Durch Gottes Kraft hatte Mose den Pharao überzeugen können, sie gehen zu lassen. Nun machten sie sich auf den Weg. Es waren über 1 Million Menschen, die Ägypten verließen. Mose führte sie bis an einen großen See, der Rotes Meer genannt wurde. Als der Pharao merkte, dass die Israeliten gegangen waren, überlegte er es sich anders. Er befahl seiner Armee, ihnen hinterherzureiten und sie zurückzuholen oder zu töten. Die Israeliten sahen die ägyptische Armee auf sich zukommen und bekamen Angst. Sie beklagten sich bei Mose: Wir können nirgendwohin fliehen, weil vor uns das Meer ist. Die Ägypter werden uns alle umbringen. Wir hätten nie auf dich hören sollen, sondern einfach in Ägypten bleiben. Mose beruhigte sie und betete zu Gott. Dann ging er an das Wasser und streckte seine Hand aus. Da begann sich das Wasser zu teilen und es wurde ein Weg frei. So konnten die Israeliten an das andere Ende des Meeres gelangen. Als die ägyptische Armee sah, was geschehen war, ritten sie den Israeliten durch das Meer hinterher. Genau in dem Moment, als sie in der Mitte des Meeres waren, ließ Gott das Wasser zurückfließen und alle ertranken. Die Israeliten hingegen waren sicher am anderen Ufer angekommen und feierten ein großes Fest, um Gott für ihre Befreiung von den Ägyptern zu danken.